Zerkleckse die Oktarianer und erreiche das Ziel. Es soll, apropos Zins, nochmal ganz kurz einen Ausflug. Es soll heute im Laufe des Tages noch ein neues Set geben. Ja, also nur mal so, heute diese 5-Euro-Sets. Ja, da kommt ein neues, genau am heutigen Tage. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung welches. Aber, eins ist angekündigt. Blaster, beschieße Ziele mit exklusiven Tintengeschossen. Für alle, die das sammeln. Was ist denn das? Okay. Bin jetzt nicht so... Sein Reichweite... Ah, die Reichweite ist cool. Okay, das war der... Die Shotgun mit Schirm. Oh Gott. Kennt ihr noch mit Schirm, Charme und Melone? Ich muss gerade irgendwie daran denken, weil der hatte doch im Knauf hatte der ein Messer, ne? Ein Schwert. Der konnte den Ringschirm aufmachen und da hatte er ein Schwert, glaube ich. Irgendwie muss ich gerade daran denken. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem in Highschool-Jahren wurde es gepatcht, aber nicht im Grundspiel. Ach du Scheiße. Okay, die gucken also immer noch aufs Handy die ganze Zeit. Auch die Erwachsenen im Grundspiel, ja? Ach, das ist so. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich weiß, wir sind hier gerade bei Splatoon 3, aber das verstehe ich bei vielen, vielen Spielen nicht, dass sie bei Add-ons dann nicht auch die Grundspiele mitpatchen und so weiter. Ja. So, wir nehmen mal Schirmscham und Melone. Ja, yeah, Gehstock. So, zerkleckse die Oktarianer und zerschieße das Ziel. Okay. Geht denn das? Das mit dem Ring schon gefällt mir. Ich habe ein Schutzschild. Du kommst hier nicht an mich ran. Huch, mein Schirm ist kaputt. Nein, mein Schirm ist kaputt. Mein Schirm ist kaputt. Ach, Gott sei Dank, er kommt wieder. Hinterhalt. Wieso gibt's denn jetzt hier Hinterhalte? Muss mal kurz auftanken. Das sind mir zu viele Hinterhalte hier gerade. Moment, tanken. Rino, du hattest doch Splatoon 2 gespielt. Den DLC, den Solo-Story. Ist der ähnlich wie das hier? Also von der Art? Ich will nur wissen, ob das ganz ähnlich von der Art ist oder ob das sich ganz anders spielt. Weil ich sag mal so, es wurde ja damals irgendwann gesagt, als Splatoon 3 angekündigt worden ist, das ist nur Splatoon 2,5. Also praktisch ein Add-on. Ach, die Waffe gefällt mir. Gibt's die im Multiplayer auch? Wenn ja, nehme ich den Regenschirm. Bin doch immer so unvorteilhaft drauf bei Ausweichen. Bin doch da gar nicht so gut drin im Ausweichen. So. Ich habe es ja schon gehabt, dass ein Sim, ja, bei den Sims auf der Arbeit ist und mit dem anderen ein anderes Grundstück besucht. Und als ich zurückgekommen bin, zu Hause stand der arbeitende Sim wieder zu Hause. Ja, du, das habe ich auch schon mal gehabt. Dass bei den Sims es nicht ganz so klar ist, ob die gerade arbeiten, ob die sozusagen irgendwas anderes machen und dann hauen die wieder ab und so weiter. Ausweichen beherrsche ich auch nicht perfekt. Ich habe den Eindruck, bei der Geschwindigkeit kannst du auch gar nicht ausweichen. Du kannst ja nur abtauchen und dann wieder auftauchen, ne? Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Anders geht... Ah, nein, 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 aus. Hui. Seht ihr, das passiert, wenn man sich mit dem Chat unterhält. Man läuft voll in den Hinterhalt. Und fragt sich dann, warum hat man keine Tinte mehr? Im Füller. Was rede ich hier heute? Was ist denn das hier? Ja. Was war? Alles gut. Jetzt seid ihr wieder schon. Nein, nicht immer. Nur gerade. Weil ich nicht aufgepasst habe, Mensch. Alles gut.
Mein Schirm ist kaputt. Ach, die blöden Viecher haben meine Schirme kaputt, meinen Schirm kaputt gemacht. Warte mal. Hi. Ich bin Agent Nummer 003. War fast runtergefallen. Agent 003, der fast runterfällt. Naja, kann schon mal passieren. Ist dir aufgefallen, dass die Octarianer an ihrem Tentakel einen Pelz tragen? Das ist mir aufgefallen, das wird sogar in der Story gesagt, dass das ja andere Octarianer sind, weil die sind flauschig geworden und keiner weiß warum. Ja, ist mir aufgefallen. Ist aber ein cooles Detail und ich muss mal sagen, sowas wie Haardarstellung und so weiter ist ja in jedem Programm immer ganz, ganz heikel und schlimm und so weiter. Aber ich muss sagen, angeblich kann die Switch ja nichts, aber ich finde, es sieht gut aus. Mir reichen diese Art von Darstellung vollkommen. So. Sag mal. Hm. Ich male mal kurz was zusammen. So. Ist aber cool gemacht. Also die Details sind irgendwie niedlich. Und wir haben mal wieder einen Teil der Welt gerettet. Ich frage mich, wofür die Rakete ist. Wo fliegen wir denn hin? Und wer fliegt? Nicht beantworten, wenn ihr das Spiel schon kennt. Ist mehr eine rhetorische Frage für meine einer. Ich frage mich auch, wo Opa geblieben ist. So. Opi. Ach ja, hier komme ich ja nicht hoch. Warte mal. Das haben wir abgeschlossen. Muss mich mal dran gewöhnen, dass ich hier immer sowas brauche zum Hoch. So. Wir räumen auf. Flausch gefällt uns nicht. Wir sind stahlhart, wir wollen nichts Flauschiges hier. Also wirklich. Wer will was Flauschiges? So. Danke sehr. So, sieht aber noch ganz gut aus. Ich habe den Eindruck, ich komme ganz gut voran. Wo gibt's denn den Spind? Ich frage mal aus Interesse, weil hier steht immer Lobby-Terminal. Ich war ja noch nicht in Splatville da richtig. Also ich mache ja gerade den kompletten Solo-Modus. Deswegen würde mich mal interessieren, wo der Spind ist. Und jetzt, Rino, du hast geschrieben, Thema Nintendo Direct. Ich habe sie gestern mit halbem Auge gesehen, ja. Ich habe sie mir gestern angeschaut und muss sagen, es war okay für Nintendo-Verhältnisse, aber wenn du das Kirby-Game gesehen hast, ach du meine Güte, diese Outlines und die Grafik, das sah schrecklich aus, wenn man das mit Star Allies vergleicht, ist das eine Todsünde. Ja. Na, Kirby sah ein bisschen aus wie klassisch uralt, in Anführungszeichen. Ich kann mir vorstellen, Klassik-Kirby-Fans oder Kirby-Fans allgemein, die werden das auch spielen, die mögen das sicherlich. Ich persönlich war jetzt nicht so happy damit. Mir hat das letzte Kirby hat mir sehr gut gefallen, ne? Aber ich sag mal, von der gesamten Direct, ja. Also ich freue mich immer noch auf Mario Rabbids Teil 2. Ein bisschen was war zu sehen, aber ich sag jetzt mal nicht umwerfend viel. Also das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ich weiß ja, dass es irgendwann rauskommt. Bayonetta 3, da freue ich mich auch, obwohl ich noch nicht weiß, wann ich es spiele und wie. Also ob privat oder im Stream. Aber ja, das sind so beides Programme, die mir gefallen. Und der Rest der 40 Minuten... also ich habe danach Twitter-Beiträge gelesen, das war eine Nintendo Direct Farm Direct, weil lauter Farming-Spiele drin waren, ja, so Animal Crossing-like oder wie heißt das andere Ding? Naja, ihr kennt ja diese ganzen Farmer-Aufbauspiele. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht ganz so happy. Ja. Du feierst Cartoon-Grafik nicht so sehr und deswegen waren die meisten Spiele nicht für dich. Naja, ich sag mal, Cartoon-Grafik dagegen habe ich nichts. Spielprinzip muss passen und auch die Atmosphäre muss stimmen, aber naja. Ich sag mal so, die meisten Programme
Ein paar hat man gekannt, It Takes Two zum Beispiel, das gibt's ja für die anderen Plattformen schon und deswegen, ja, jetzt auch dann für die Switch, aber ganz ehrlich, das, da war kein so Aha-Moment und selbst der Trailer dann für Breath of the Wild 2, was ja jetzt einen anderen Titel gekriegt hat, also Zelda, das neue Spiel, das war mehr so, ja, wir arbeiten daran, damit ihr nochmal wisst, dass, dass es kommt wirklich irgendwann. So. Was? Stringer-Einheiten. Setze den Tree-Stringer ein und erreiche das Ziel. In dieser Mission gilt es, den Umgang mit dem Tree-Stringer zu meistern, um das Ziel zu erreichen. Yo, jetzt wird hier gekleckst. Es gab ja eine kleine... ich verliere Farbe hinter mir. Ist ja witzig. Okay. Es gab ja eine ganz kleine Beta, also so ein Open... Beta-Event, ein Splatville von Splatoon 3. Kurz bevor es released worden ist, da habe ich auch mal ganz, ganz kurz reingeguckt. Ich hatte im Prinzip eine Schlacht da gespielt und ich habe den Bogen mal getestet. Mir hatte der gefallen. Ach, der hat diese Mine. Cool. Welcher Emote? Übrigens, der Emote bei meiner vorigen Nachricht ist automatisch da, wenn ich Doppelpunkte setzen will. Welcher Emote? Wie? Hier im Chat? Rino, wovon redest du? Ich sehe keinen Emote. Ich hab nix. Du hast kein Emote, kein Smiley, kein Kappa, nix hinter. Deswegen frage ich. Oder wo meinst du? Was? So, wir gehen rein. Wir gucken mal. So, was soll ich machen? Ich soll mein Ziel erreichen. Ah. Ach. Da ist bei mir nur Leerzeichen, Doppelpunkt, Leerzeichen. Thema Nintendo direkt, Leerzeichen, Doppelpunkt, Leerzeichen. Ich habe sie mir. Ich sehe da nichts, interessanterweise. Wird bei mir nicht eingeblendet. Frag mich nicht, warum. Was sind das? I. Gegner. Ja. Das ist so weird. Ja, ist es. Aber egal. Für alle, die den Emote gesehen haben, jetzt wisst ihr, das war ein automatisiertes Ding. Bei dir ist ein Emote. Ja, wie gesagt, bei mir nicht. Wir nehmen es einfach mal so hin, ne? Was machen die denn da? Ist das die Staubsaugerkolonne hier, die das, die den Park sauber machen soll? Die Hausmeisterkolonne? So. Ei. Ich mag den Bogen. Wusch, wusch, wusch. Mir vor wie gerade so ein bisschen Monster Hunter. Nein, daneben. Yay, und raketenmäßig abgehoben. Apropos Monster Hunter, ich bin da mittlerweile relativ weit, glaube ich. Hätte ich niemals gedacht. Aber das Sunbreak, Rise Sunbreak, ne? Monster Hunter Rise, Sunbreak, Add-on da. Ich glaube, ich habe es so weit durchgespielt, dass ich am Ende angekommen bin, dass ich jetzt wirklich nur farmen muss. So, was muss ich machen? Ja. Ach so, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen. Wo geht's denn weiter? Ich mag den Bogen. Snipern Sie jetzt. Ich bin Hawkeye. Naja. Ich glaube, der ist noch besser. Der kann das alles im rückwärtigen Fluge oder so. Der hätte nicht daneben geschossen, ne? Also wir sind Kleinei. Wir sind nicht Hawkeye, wir sind Meisenei oder sowas. Keine Ahnung. Was seid ihr denn? Und warum haltet ihr so viel aus? Ich tauch mal ab. Ist eine neue Waffe, der Bogen, finde ich cool. Wie viele neue Waffen gibt es eigentlich, jetzt mal ganz blöd gesagt? Den Bogen weiß ich, dass der neu ist, ja.
Weil damit haben sie irgendwo mal Werbung gemacht. Oh, ich muss mal ganz kurz hier die Optik mir angucken. Wo bin ich denn hier gerade? In einem sehr komischen Ort, wo Gegenstände fliegen. Also wenn das unsere echte Welt ist, die irgendwie überschwemmt worden ist und so weiter, warum fliegt da hinten was? Ich frag lieber nicht. Okay. Ich flieg mal auch. Musch! Das hat alles seinen Grund. Na du da oben. Ja, dich meine ich. Weg bist. Hey, hör auf, mich vollzuklecksen. Pfui, macht man nicht. Und wenn, fragt man vorher, ob man jemanden vollspritzen darf. Es hört sich so falsch an dem Spiel, Entschuldigung. Katana und Bogen fällt mir jetzt spontan nur ein und ein paar neue Snipers. Okay, die Sniper hatten wir schon gesehen, zumindest zwei davon. Katana und Bogen, aha. Ich wusste gar nicht, dass es einen Katana in dem Spiel gibt. Okay, aber dann ist es so. Tinte. Finde übrigens auch witzig, je nach Farbe ändert sich ja unsere Haarfarbe, ne? Also jetzt sind wir mit Weiß unterwegs, aber wenn du sozusagen... Ach du Scheiße. Ja, kann da nicht viel gerade tun. Ja, das habe ich mir gedacht. Ah Gott, Hilfe! Ich sterbe hier gerade. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Tinte. Nein, falsches Timing. Jetzt. Ja. Okay, das ist aber auch gemein. Wow! Wer hat denn hier alles vollgekleckst? Mann, Mann, Mann. Uff. Entschuldigt, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Da war gerade ein bisschen... Sag mal, also... Das ist ja furchtbar hier, komm. Kannst du mal... Das ist ja furchtbar hier, die ganze falsche Farbe. Das ist ja ekelhaft hier. Pfui. So. Hier, ein bisschen wieder mal vollgekleckst und vollgespritzt und was auch immer. So. Entschuldigt, ich muss einfach mal ein bisschen aufräumen. Auch wenn wir fertig sind mit dem Level. Es musste trotzdem sein. So, String-Einheiten. Wir haben es geschafft. 6 Minuten. Das waren 6 Minuten zu lang. Für Nummer 3. Schließlich will Nummer 3 doch mal irgendwann Nummer 1 werden. Oder Kapitän. Je nachdem. Loop. Die Farbe, ich muss mal ganz kurz fragen, die Farbe, die man kriegt, also momentan sind wir ja mit Gelb hier unterwegs, das ist immer zufällig, oder? Also pro Level ist es klar, dass mir da eine Farbe zugeordnet wird, das ist klar. Ich meinte aber nachher praktisch in den Spielen, also wenn du in der Lobby da bist für Multiplayer, da ist nachher dann die Farbe zufällig zugeordnet, oder? Gut. Ich hoffe... Habe ich hier irgendwie eine Übersicht? Nee. Hä? Ach, falsches Menü. Entschuldigung, falsches Menü. Ich wollte dieses Menü. Habe ich hier eine Übersicht? Es sind aber nur die Dinger, die ich abgeschlossen habe, glaube ich. Ich sehe nicht, ob ich irgendwelche übersehen habe. Na gut. Eine Übersicht sozusagen, welche noch offen sind und welche nicht, sieht man leider nicht. So, ich mach mal das nächste Ding. Türentour. Die Schlüssel sind der Schlüssel. Kreativ. Okay, passt mal auf. Wir machen uns jetzt ein bisschen locker. Sobald wir locker sind, funktioniert das auch alles mit der Heldenausrüstung Nummer 1. Okay. So, das kriegen wir hin. Gratis. Schon wieder. Alles. Es ist alles gratis heute. Brauchen wir gar nicht mehr versuchen. Hi. Sag mal. Steht einer um die Ecke? Ich lese übrigens immer gar nicht die Untertitel, die hier stehen. Ach.
Ja. Irgendwo muss es den Schlüssel geben. Ja. Haben Sie einen Schlüssel gesehen? Der Schlüsselmeister wird benötigt. Bitte auf Parcours 3 melden. Entschuldigt. Ah, hi du. Es war einfach zu einfach. Der hat sich ja schon gezeigt. Okay. Okay. Ja, man kann das Ziel sehen, aber wir kommen nicht hin. Da ist Dings. Mir fehlt ein Schlüssel. Okay. Wupp. Da ist ein Schlüssel. Aber wie komme ich jetzt wieder nach oben? Okay. Klecksen uns voll. Wusch. Das ist mehr als einer. Ach. So, jetzt fehlt hier... Warum? Also, der Schlüsselmeister, der müsste mal wirklich hier benötigt werden. Das Fiese ist, dahinter ist einer, ne? Der hat eine Gatling! Dreht ein bisschen durch. Okay. So, das war ja ganz spannend, was der da gemacht hat, aber... Komm ich hier hoch? Theoretisch, praktisch wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das ist ja hier eine nette Ecke, aber... Moment, Moment, Moment. Ah, ich bin wieder oben. Hä? Wo kommt jetzt die Farbe hier? Falsche Farbe. Okay. Aber beim letzten Mal bin ich ja runtergefallen. Jetzt bin ich hier irgendwie... Na. Ach nee, ich war ja oben. So, bringt mich nicht durcheinander, Spiel. Hast ein ganz kleines Level und trotzdem bringst du mich durcheinander. Du böses, böses Produkt. Okay. Probieren wir es mal hier. Mal schauen. Wir sind doch Agent 3. Wir werden doch irgendwo einen Weg finden, uns vollzuklecksen. Hi. Aha. Hier ist schon mal ein Save Point, also ein Checkpoint. Geil. Dip, 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 dip. Was haben wir hier so schönes? Böse Viecher. Ganz, ganz kriminelle, böse Viecher sehe ich da. Okay. Für den Anlauf. Moment. Ah, knapp. Okay, so, das war der Schlüsselmeister. Nummer 00 irgendwas. So viele Schlüssel, ja, das habe ich auch gedacht. So, dann haben wir das. Wusch. Wusch, pling. Hey. Ja, danke. Ach, der von oben schießt, der geil. Okay, geht jetzt hier was auf?